Die letzten Stunden in der Heimat. Armenische Bewohner eines Dorfes nahe Agdam in der Konfliktregion Bergkarabach verladen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Eile ist geboten, denn für sie läuft ein Ultimatum ab. Gemäß des mit Russland vereinbarten Abkommens müssen die Distrikte Agdam, Kalbaya und Latschin bis zum 1. Dezember an Aserbaidschan übergeben werden. Wenn Bergkarabach nicht mehr existiert, haben wir kein Haus und kein Vaterland mehr. Wir sind jetzt Flüchtlinge. Seit dem Ende eines Separatistenkrieges 1994 hatten ethnische armenische Streitkräfte Bergkarabach und umfangreiche angrenzende Gebiete kontrolliert. In Fizuli, einer Geisterstadt, die von Aserbaidschan nach 27 Jahren zurückerobert wurde, machten sich Offizielle ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung. Das ist Barbarei. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dies zeigt in der Tat die armenische Grausamkeit und die wahre Natur des politischen Systems in Armenien. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinyan hat einen Wiederaufbau der Konfliktregion und die Rückkehr der Flüchtlinge angekündigt und damit einen Rücktritt erneut zurückgewiesen. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin ihm den Rücken gestärkt. Ein Machtwechsel in Armenien und eine eventuelle Abkehr vom Abkommen käme einem Selbstmord gleich, sagte Putin.